So, hallo Leute. Wir basteln uns eine Simulation des Internets, also ein bisschen ausfallsicher und mit Modems. Und ich zeige einmal kurz, wie das ungefähr aussieht. Das, was ihr hier oben in der linken Ecke seht, praktisch irgendwie bis zu den beiden Modems, Incoming und Outgoing, das ist eigentlich das, was ihr auf jedem einzelnen Rechner macht. Und ich zeige das einmal kurz, wie es aufgebaut ist. Ihr habt hier ein. Ihr habt in der Mitte sind weg das, was ich mit Backbone 10 habe. Das ist praktisch der Vermittlungsrechner. Den setzt ihr auf, das zeige ich gleich nochmal. Das Entscheidende ist eigentlich, dass immer ein paar Modems verbunden sind. Das ist genau dasselbe wie das, was ihr unten habt. Praktisch eine gerade Linie, bloß dass das über zwei Rechner hinweg geht. Ich zeige das gleich, wie das aufgesetzt wird. So. Wir haben hier ein paar Sachen, die irgendwie entscheidend sind. Wir haben natürlich jetzt, wir haben praktisch einen Backbone, also so einen Vermittlungsrechner mit drei Anschlüssen gemacht. Der eine geht jetzt nach unten, also sagen wir mal, das hier ist USA, das hier ist Italien, das ist Deutschland, also das Backbone 10 ist Deutschland, Backbone 11 ist Italien, Backbone 13 ist USA oder sowas und keine Ahnung, Backbone 12 wäre dann vielleicht Südamerika oder so. Jedenfalls, wir verbinden praktisch den einen Port mit dem Switch und dort basteln wir dann unsere ganzen Laptops dran, also praktisch unser lokales Netzwerk. Wir haben einen Server, den wir hier aufgesetzt haben, der auch als DNS-Server arbeitet. Und wir fahren im Prinzip unser lokales Netzwerk hoch und ich zeige das einmal kurz, wie das hier aussieht. Ich muss ein paar Mal umschalten hier, weil Filios ist ein bisschen komisch. So, das heißt, ich mache das. Wie ihr seht, ist das momentan grau. Das ist, muss ich klein machen, muss dann irgendwie umschalten, durchblättern und dann kann man das sehen. Das ist irgendwie bei mir irgendwie so, weil die Programmierung von dem Ding ist miserabel. So, und hier ist der DNS-Server drin. Ich mache das jetzt mal groß hier. Und das habe ich so eingetragen, dass ich sage, okay. Ich habe einerseits hier einen DHCP-Server eingebaut auf dem Server, der praktisch für dieses Netzwerk, also das 10er-Netzwerk, ich habe hier ein Class C-Netzwerk mit der Nummer 10, also 192.168.10.2 habe ich den hier genommen. Dieser Port hier auf dem Router ist der Port 192.168.10.1, also ich habe das hier auf 1 genommen, hier 2 genommen. Und hier verteile ich dann die über DHCP. Der DHCP-Server ist hier gesetzt, zeige ich gleich nochmal. Wenn ich umschalte von Running auf Einstellen, ich bin jetzt momentan auf dem Laufmodus, also auf dem Run-Modus. So, hier trage ich jetzt eigentlich praktisch alles ein, was ich in meinem DE-Bereich, dass man nicht sage, das hier ist jetzt Deutschland, also praktisch alles, was hier oben zwischen dem Modem Outgoing.de und Modem Incoming.de liegt. Dieser Kram, der würde dann auf eurem Rechner laufen. Und da baut ihr eure Services aus, auf die ihr habt. Ihr tragt dafür irgendwie von allen Rechnern die IP-Adressen ein, in Paaren. Das heißt, irgendwie hier oben Domainname wäre dann DNS.de. Dann sagt ihr DNS.de. Das heißt, irgendwie mein DNS-Server ist auf 192.168.10.2. Das wäre also praktisch der Server hier. Dann habe ich den Backbone, da habe ich den 10.1 genommen. Dann habe ich irgendwie den Laptop, das ist jetzt irgendwie 10.10, weil ich habe dem DHCP gesagt, er soll von 10 bis 20 die Adressen vergeben und der hat jetzt zufällig 10 bekommen. Hier seht ihr auch, dass hier eingestellt ist, als Gateway ist das, beim DHCP-Server habe ich hier eingestellt, Gateway ist die 10.10, also der Backbone. Der DNS-Server ist der 10.2, also mein Server hier. Das kann man bei DHCP einstellen, das zeige ich gleich nochmal. So, und hier trage ich alles ein. Und außerdem trage ich ein, dass ich den DNS-IT, also den italienischen DNS-Server, dass ich den habe auf, vielleicht muss ich den gar nicht hier eintragen, aber ich glaube schon. Ja, den muss ich eintragen. Und zwar, dass der auf 192.168.11.2 liegt. Das heißt, das hier habe ich als 11er Netz genommen, das italienische. Und hier würde der italienische DNS-Server liegen. Also jedes Land verwaltet seine eigenen DNS und so kann ich rüberschalten. Dann habe ich hier bei Name-Server eingetragen, alles was italienisch ist, also IT, oben, Domain, IT, soll auf den Name-Server DNS-IT gehen. DNS-IT ist ihm natürlich bekannt, weil ich ihn als einzigen IT-Server hier eingetragen habe. Seht ihr das? Gut. So. Dann gehen wir mal rüber zum italienischen DNS-Server. Das ist genau dasselbe eigentlich. Dasselbe Problem mit dem Umschalten. Ich mache den kleinen, schalte hier um, wop, 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 dann kann man ihn sehen.
Okay, habe jetzt hier wieder die ganzen italienischen eingetragen und den deutschen DE-Server, der natürlich dann auf 10.2 geht. Das müsst ihr dann sagen, das heißt, jede Gruppe, die ihr habt, verwaltet praktisch ein Land oder ein Service, Telekom, wie auch immer, die ihr es machen wollt, verwaltet praktisch diesen einen Service und dann wird das entsprechend, er hat hier die ganzen Dinge eingetragen. Wenn ich jetzt also hier hingehe, zu meinem Laptop und sage, ich möchte hier bitte, ich habe hier praktisch schon meine Befehlszeile installiert und ich möchte hier jetzt mal den italienischen Server anpingen. Den Laptop 10.it, dann würde er jetzt rübergehen und es würde funktionieren. Okay, seht ihr? Der kommt hier an, der fragt sozusagen die IT. Also er fragt erstmal, gibt es den Laptop 10IT? Nein, aber der italienische Server weiß das, der italienische DNS-Server weiß das, springt hier rüber, fragt ihn ab, kennst du einen Laptop 10IT? Der sagt, ja, habe ich eingetragen, und zwar hier Laptop 10IT ist 10.11.10 und dann würde er dann hier auf 11.10 entsprechend die Sachen senden. So, das ist eigentlich alles, was dazu gehört. Das Einzige, was noch weiter ist, das mache ich jetzt im Statischen. Das heißt, ihr tragt im Prinzip diese Sachen ein, das, was hier oben ist, diese zwei Modems, den einen Switch, eure ganzen Laptops, die ihr anschließen wollt, und euren Server. Hierzu habe ich übrigens außerdem hier noch einen weiteren Service installiert. Ich habe den Webserver installiert und habe den natürlich auch gestartet. So. Und in dem Augenblick, wo ich hier den Webserver starte, könnte ich hier zum Beispiel jetzt auf den Laptop gehen. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Webbrowser installiert. Gehe drauf und sage, ich möchte bitte web.it haben. Und das geht darüber und zack, die Seite baut sich auf, einwandfrei. So, das heißt, so funktioniert es. Jetzt gucke ich noch mal, jetzt gucken wir nochmal, wie das konfiguriert ist, indem wir mal in die Einstellung reingehen. Also ihr seht jetzt den Aufbau. Das ist das, was ihr nachher aufbauen sollt. Und ihr könnt nachher Services aufbauen, so viel ihr wollt, auf eurem Server hier. Oder ihr könnt weitere Server anschließen mit weiteren Services. Das könnt ihr haben. Bloß euer DNS, der muss das eben alles eintragen. Alle Services, alle IP-Adressen. Also damit die Leute nicht irgendwie alle eure IP-Adressen wissen müssen, die ihr verteilt, könnt ihr hier diese Domain-Namen verwalten und die eintragen in euren DNS-Server. So, jetzt gucken wir mal, wie das aufgebaut ist. So, das ist jetzt hier. Und es ist eigentlich alles straightforward. Ich gehe jetzt hier auf den Server. Wie ihr seht, die IP-Adresse 10.2 fest eingetragen. Die Netzwerkmaske in Class CNET, also 222, also FFFFFF0. Dann haben wir ein Gateway, ist da 10.1, das heißt, da haben wir unseren Backbone hier. Der hat hier auf 10.1 hat der hier irgendwie im Prinzip. Da seht ihr, das ist der grüne, das ist also der richtige. Und der ist hier dann entsprechend eingetragen. Und den könnt ihr auch irgendwie im Prinzip mit Verbindungen verwalten. Könnt ihr hier nochmal reingehen. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass das Ding nicht richtig zu sehen ist. Also klein machen, rüber, groß machen, jetzt kann man es sehen. So, bei euch sollte das eigentlich sofort gehen. Das ist irgendwie der Linux-Client, ist zum Kotzen von dem Programm. So, hier seht ihr dann praktisch, dass diese Sachen da sind. Wenn ihr mehr braucht als drei, wenn ihr diesen Vermittlungsrechner, so euer Backbone, wenn ihr da noch mehr Sachen anschließen wollt, dann könnt ihr es machen mit anderen Unternetzen und so weiter. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, ihr dürft eure Netze, dieses Netz muss einmalig sein, dieses Netz muss, also es dürfen sich keine Überschneidungen ergeben. So, ich habe das jetzt noch einmal gezeigt, damit ihr das hier seht. Und hier haben wir jetzt eben unsere Einstellung. Also Gateway ist der 10.1, ist unser Backbone. Unser Domain Name Server ist der 10.2. Das ist dafür, das ist praktisch, wenn man das hier, wenn der hier irgendwie diese Adressen auflösen will, habe ich das nochmal eingetragen. Das ist der selbst. So, dann habe ich DHCP. Das ist so praktisch irgendwie genauso hier eingerichtet, wieder klein machen. Rüberschalten, groß machen, ein kleiner Trick von mir. Da habe ich eingetragen, ich möchte bitte die Adressuntergrenze ist 10.10, 10.20 und Gateway ist natürlich 10.1, das heißt der Backbone und der DNS-Server soll 10.2 sein, also meine
mein kleiner Server, wo ich den DNS verwalte. So, bei dem, das wäre jetzt das. Dann haben wir die Sache mit den Modems. Die Modems könnt ihr sehen, hier ist ein Incoming Modem, das heißt, hier warte ich drauf auf eine Verbindung. Das sage ich hier, wenn ich trenne, dann seht ihr, das grüne Licht geht aus. Ich sage hier, ich möchte auf einkommende Verbindung warten. Das ist der eine, sagt warten auf einkommende Verbindung, der andere baut sie auf. Und jetzt müsste ich irgendwie bei der einkommenden Verbindung, habe ich jetzt gewählt, in den Port 10.000. Ihr könnt irgendeinen Port nehmen dafür. Aber der muss über 1024 liegen. So, also ich habe jetzt 10.000 genommen, weil es gut zu merken ist. Sage aktivieren. Ja, in dem Augenblick, wo der aktiviert ist, würde er jetzt auf eine Verbindung warten von der Outgoing. Beim Outgoing sage ich, ich möchte bitte an diesen Rechner. Und welcher Rechner das ist, das könnt ihr irgendwie feststellen, wenn ihr, sagen wir mal, eine Shell aufruft. Also die euer eure Shell auf Windows und sagt IP-Config. Hier heißt das nicht IP-Config, sondern hier heißt es IF-Config, das ist Linux. Könnt ihr reingucken, Ethernet, und da steht dann irgendwo Internet, welche IP ihr habt. Hier ist es die 192 und 68.42.1. Bei euch ist es dann irgendwas 10.0.0. Irgendwas. Glaube ich, das ist das, was wir ja an der Schule haben. Also tragen wir hier ein, hier unten bei IP-Adresse. Das ist natürlich irgendwie nicht, er wartet nicht auf eine Verbindung. Das müsst ihr arrangieren mit euren Partnern, das ist mit einer anderen Gruppe, und sagen, ich habe auf Port 10.000 meinen Service und meine IP ist sowieso, das könnt ihr auch vorne an die Tafel schreiben oder wie auch immer, dann sagt ihr hier verbinden, das baut sich auf und die grünen Leuchten leuchten. Damit ist diese Leitung sozusagen verbunden zwischen euren Computern. Und ihr könnt praktisch, und diesen Kram, den ganzen anderen Kram hier, der jetzt hier ist, den würdet ihr nicht sehen, weil das Einzige, was ihr sehen könnt, was bei euch auf dem Rechner ist, ist dieser Teil, dieser oberlinke Teil. So, und ihr seid hier verbunden mit einem anderen, da mit einem anderen. Und ihr könnt auch noch mehr Verbindungen aufbauen, indem ihr diesen Backbone entsprechend vergrößert, mehr Modems aufbaut. Ihr müsst euch dann bloß mit jeder Gruppe klar machen, von wegen, welche Gruppe dann da ist. Das Tolle ist an diesem Aufbau, das ist jetzt praktisch irgendwie so diese Backbones sind jetzt eben so konfiguriert, dass sie sagen, okay, ich habe ein Netzwerk nach intern. Das ist jetzt hier das 10.1. Hier hinten wäre das interne 11.1. Ja, seht ihr hier? Dann habe ich irgendwie ein Paket, das irgendwie nach rechts rüber geht. Das ist jetzt die 0.1. Das habe ich das Nuller-Netz für genommen. Das hier dann auf der Stelle als 02 angenommen wird, seht ihr hier, 02. Das heißt, es muss ein Rechner sein im selben Subnetz, das aber eine andere IP bekommt. Und damit sind die verbunden. Und der 31, also ich habe die jetzt nummeriert, 0, 1, 2, 3. Nach der 31, der soll nach unten gehen. Ihr seht, der geht hier unten hin. Die Modem-Verbindung habe ich hergestellt. Und hier unten haben wir 3, 4 habe ich genommen hier. 3, 4 habe ich genommen. Das ist natürlich irgendwie, ihr müsst nur im selben Subnetz sein, welche da genau ist, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht überschneidet, das ist alles. So, aber das ist das Dreier-Subnetz, das hier ist der Rechner 1 und hier unten haben wir den Rechner 4 genommen. So, der ist jetzt hier, die beiden sind verbunden. So, und hier würde ich jetzt zum Beispiel von dem Rechner aufgenommen, von dem Backbone 13, würde ich jetzt zum Zweierrechner, da würde ich darüber gehen, der ist hier 2,4 und auf der Seite ist es 2,3. Habe ich genommen. Also könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Wichtig ist eigentlich, dass ihr praktisch diesen Aufbau hier oben hinkriegt, dass ihr diese Verbindung aufbaut, dass das grün wird. Und dann habt ihr eigentlich auch schon hier drauf eben euren DHCP-Service, habe ich ja gezeigt. Dasselbe irgendwie baut ihr natürlich hier auf der anderen Seite. Wieder klein machen, groß machen. Trick, Klammert. So, da habe ich wieder genau dasselbe gemacht für das italienische Netz. Das heißt, ich habe 11, 10, 11, 20 genommen. Gateway ist dann natürlich 11, 1 hier auf dem Backbone, auf dem italienischen Backbone. DNS-Server ist natürlich 11, 2, das ist der italienische DNS-Server. Und DHCP aktivieren, niemals vergessen, das zu aktivieren. Ne? Also immer schön aktivieren.
Und genauso bei diesen Sachen hier, bei den Sachen, müsst ihr dann gucken, dass ihr automatisches Routing einschaltet, da der automatische Routing-Dings, der muss natürlich gesetzt werden. So, das ist wichtig. Und da seht ihr jetzt praktisch, wie das Ding läuft. Und das automatische Routing sollte das Ding automatisch dann machen. Und der ganze Einstellungsfusselkram, das wird dann davon erledigt, von dem Ding. So. Ja, das war es eigentlich auch schon alles. Das heißt, wir können morgen richtig loslegen. Wie lange habe ich jetzt geredet? 15 Minuten, passt genau, perfekt. Guckt euch das an. Dann ziehen wir das durch mit der ganzen Klasse. Und wenn wir jetzt diese Verbindung kappen, dann würde er, jetzt sagen wir mal, ich kappe jetzt diese Verbindung, indem ich mich das Ding hier ausschalte. So, diese Verbindung ist, diese Atlantikverbindung, dieses Atlantikkabel oder diese Überlandleitung ist gestorben. Die Frage, kann ich von hier immer noch den hier drüben erreichen? Das ist die Frage. Jetzt starte ich mal den Kram und starte hier jetzt mal. Also, die sind hier irgendwie fleißig dabei. Alle bauen das auf. Die unteren habe ich natürlich genauso gebaut, sodass es da ist. Obwohl diese Verbindung jetzt getrennt ist, wie ihr seht, rufe ich jetzt mal hier den Browser auf. Wenn ich den wieder. Ah, Trick. Okay. Ich rufe den Webbrowser auf. Ich sage, ich möchte WebIT haben. Mal sehen, ob es geht. Das geht jetzt, sollte jetzt einmal ganz und gar rumgehen. Na, kriege ich das hin? Geht vielleicht nicht, weil er. Ah, keine Ahnung. Okay. Sag ich mal, Ping 192, 168, 11.2. Gucken wir mal, ob wir den erreichen. Theoretisch müssen wir den erreichen können. Und er erreicht ihn auch. Seht ihr, da geht er rüber. Nämlich, obwohl diese Leitung getrennt ist, geht er jetzt unten rum. Seht ihr? Er geht unten rum, geht hier oben hin und der Ping funktioniert. Warum jetzt eben der nicht funktioniert, das liegt wahrscheinlich daran, dass die anderen DNS-Server noch nicht eingerichtet sind und er entsprechend noch nicht weiterleiten konnte. Also, das Ding kommt auf jeden Fall an. Und normalerweise hätte er hier auch den Webbrowser starten müssen. Ich weiß nicht, warum er nicht gestartet hat. WebIT starten konnte nicht erreicht werden. Wieso? Kann gar nicht sein. Ah ja, genau. Weil die anderen Rechner müssen alle korrekt eingesetzt werden. Aber das mit dem IP ist das Wichtige, dieser Service, dass da muss das dann alles perfekt sein. Da hätte ich das hier unten alles einrichten müssen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das machen wir morgen. Und ich speichere das auch nochmal, dass wir das irgendwie dann fest haben. So, das hier, wie gesagt, nicht vergessen, das zu aktivieren. Und zwar auf beiden Seiten muss das verbunden werden. Also das muss, der Empfänger muss aktiviert werden. Der auf einkommende Anfrage warten, muss aktiviert werden. Im Werkzeugmodus. Der andere muss dann verbinden, also praktisch der Client verbindet. Und dann wird diese Verbindung aufgebaut. Gesehen? Gut, schaffen wir. Und das war's eigentlich auch schon.